Hey Leute, herzlich willkommen zum Clan-Channel, ich bin's, Jomanias, und ich habe in diesem Video eine wichtige Nachricht für euch, und zwar geht es um GTA Online, und zwar um den Geldglitch, und ihr könnt es hier schon lesen, bannen. GTA, also Rockstar Games, hat vor, uns alle zu bannen, die den Geldglitch angewendet haben. Und es ist jetzt kein Witz, Leute. Ein User hat GTA Rockstar Games darauf angeschrieben, und die haben darauf das hier geantwortet, ihr könnt es gerne dann hier lesen. Den Link zu dieser Seite findet ihr auf jeden Fall in der Beschreibung. Ich möchte das jetzt ungern übersetzen, weil ich habe es vorhin schon versucht zu übersetzen, also einen Google-Übersetzer, und da kamen dann irgendwelche deutsch-türkischen Sätze raus, also es bringt auf jeden Fall gar nichts, deswegen versucht es einfach irgendwie selber zu verstehen. Vielleicht können ja manche von euch auch gut Englisch und müssen das gar nicht mit Google-Übersetzer oder so machen. Und ja, es ist halt auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr groß, dass nicht nur GTA gebannt wird, also dass wir nicht nur GTA nicht mehr spielen können. Das hätten wir höchstwahrscheinlich sowieso nicht mehr. Sondern es könnte auch sein, dass wir unsere Accounts gebannt werden, tut mir leid. Weil die wollen sich mit Microsoft in Verbindung setzen und natürlich auch mit Sony, also ihr Sony-Spieler, also PlayStation-Spieler, werdet genauso gefickt wie wir. Und es könnte dann natürlich auch sein, dass unsere kompletten Accounts gebannt werden. Und ja, ist auf jeden Fall ziemlich krasse Scheiße, weil es fühlt sich auch richtig an. Nur weil die zu so dumm sind, ein Spiel richtig zu programmieren, müssen wir jetzt hier unsere Accounts verlieren. Und ja, wie schon gesagt, geht einfach selber auf die Seite. Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und ich werde jetzt schon die ganzen Kommentare vor mir sehen, wo die ganzen Leute dann schreiben werden, ihr seid voll die Hurensohn, ich habe euch doch gesagt, dass ihr nicht klitschen sollt, weil ihr sowieso alle gebannt werdet, Penis. Und ja, da hatten sie ausnahmsweise recht, die ganzen Hater. Also, es tut mir wirklich sehr leid, falls ihr den Glitch angewendet habt. Also, die Chance, dass es hier passiert, steht ungefähr zu 90%, Leute. Also, ich muss sagen, wir sind alle ziemlich krass gefickt. Ich hoffe, mein Account bleibt noch bis Samstag oder so, damit wir am Freitag noch das Abo-Zocken machen können. Und ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass jetzt mich sowieso die Hälfte meiner Abonnenten deabonnieren werden, weil ich ihre Accounts sozusagen gebannt habe. Und ja, ich hoffe, es wird auf jeden Fall nicht ganz so krass mit den Hatern. Und mehr kann ich jetzt eigentlich auch nicht sagen. Geht einfach selber auf die Seite, liest es euch selber durch. Und ja, das war's wieder mit dem Video. Ich bin